Nach einem kurzen Stopover in Singapur sind wir zurück in Indonesien. Diesmal auf Sumatra mit einer ganz besonderen Mission. Wir machen uns auf die Suche nach den letzten frei lebenden Orang-Utans. Viel Spaß im Video. Bevor es zu den Orang-Utans in den Regenwald geht, müssen wir erstmal nach Bukit Lawang. Das dient als Ausgangsort für die Trekking-Touren und wir machen das Ganze von Medan aus. Medan ist die größte Stadt hier auf Sumatra und damit auch so der perfekte Ankunftsort, weil es hier auch einen relativ großen Flughafen gibt. Und es liegt in Anführungszeichen nur so 3 bis 4 Stunden von Bukit Lawang entfernt, also gar nicht mal so weit weg. Und wir haben uns jetzt einen Fahrer gebucht über unsere Unterkunft in Bukit Lawang. Das kostet so ungefähr 15 Euro pro Person. Es geht natürlich auch günstiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Bussen. Wir waren jetzt einfach mal ein bisschen bequemer und machen uns jetzt mal auf den Weg. Unser Fahrer meinte gerade, dass wir nur so 2,5 bis 3 Stunden aus Medan raus brauchen. Aber wenn ihr vom Flughafen kommt, müsst ihr auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, weil der deutlich außerhalb liegt. Aber eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen müsst, ist Geld abheben, weil in Bukit Lawang gibt es keinen ATM. Also entweder am Flughafen hier in Medan oder auf dem Weg irgendwo bei Mandiri, BCR, BNI Geld abheben. Weil man kann das auch nicht mit Karte zahlen, zumindest bei unserer Agency nicht. Und Bargeld ist hier halt in vielen Orten noch King. Wir sind jetzt angekommen in Bukit Lawang und die Fahrt war ziemlich schockierend gewesen. Nicht aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse, sondern aufgrund der endlosen Palmölplantagen. Also man weiß das ja, dass hier Sumatra, Indonesien, auch Teile von Malaysia halt heftig Palmöl produzieren. Aber es ist halt krass, du fährst aus der Stadt raus, aus Medan und bis Bukit Lawang 2 Stunden lang nur Palmölplantagen, ohne Ausnahme, Monokultur. Das ist wirklich krass zu sehen, sehr traurig. Aber ich denke mal, wir werden während der Tour auch nochmal darüber reden. Von daher wollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und euch einfach mal erstmal unsere Unterkunft zeigen. Wir sind hier im Ida Guesthaus untergebracht und zahlen gerade mal 8 Euro zusammen für ein Doppelzimmer mit eigenem Bad. Also auf jeden Fall sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die haben hier auch ein eigenes Restaurant, was richtig lecker ist und eine große Auswahl auch an vegetarischen Gerichten hat und sehr günstig ist. Und wir erkunden jetzt mal ein bisschen Bukit Lawang. Bye. Nice to meet you. Selamat tinggal. Selamat. Bukit Lawang ist natürlich voll auf den Tourismus ausgelegt, wobei wir haben jetzt noch gar nicht so viele Touristen gesehen in der kurzen Zeit, in der wir hier sind. Wir finden es sogar recht entspannt mit den Bars, Restaurants, Hotels, ein paar Souvenirshops, alles was halt irgendwie so dazugehört. Aber die Stadt hat 2003 ein heftiges Schicksal ereilt. Der Fluss hinter mir, der Bahodok, ist nämlich über die Ufer getreten und es gab eine schwere Flutkatastrophe. Ungefähr 250 Menschen sind gestorben, 1400 haben ihre Häuser verloren, also ziemlich schlimm. Aber die Stadt wurde innerhalb von 8 Monaten wieder aufgebaut, die Leute sind wieder zurückgekommen, die Stadt wurde wieder für den Tourismus eröffnet und seitdem dient es nach wie vor als Ausgangsort für die Touren in den Dschungel. Und wir treffen uns morgen mit unserem Anbieter, mit dem wir die Tour machen, 2-Tages-Track in den Regenwald und sind mal gespannt, was wir da so für Infos bekommen. Norman, Sardi, Bandi. Yeah, Sardi. Nice to meet me. Bandi, Sardi. Yeah. Nice yeah. to meet you. Bye. Follow Sardi, ja? Kurz nach 9 der Track startet und Bukit Lawang ist deshalb der Ausgangsort für die Touren in den Gunung Leuser Nationalpark, weil hier 1973 ein Rehabilitationszentrum für Orang-Utans eröffnet wurde mit Hilfe der WWF und auch des Frankfurter Zoos. Das Center gibt es heute in der Form nicht mehr, aber viele der damals ausgewilderten Orang-Utans leben heute hier noch mit ihren Jungtieren, sind also wieder semi-wild, teilweise auch schon wieder komplett wild, zumindest die Jungtiere. Ja, und deswegen ist Bukit Lawang heute noch der Startpunkt und ja, jetzt machen wir mal ordentlich Moskitospray drauf, weil es geht jetzt durch die Gummiplantagen hier und da sind viele Moskitos. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Es wird bestimmt sehr cool und wir sind gespannt, wann wir den ersten Orang-Utan zu Gesicht bekommen. Bye.
So in here in Indonesia we have like three biggest plantation. The first is the palm oil plantation. The second one is the rubber, and there's the last one is like a rice plantation, and then cacao and anything else. So like a palm oil plantation, this is not really good for the earth, and then also because they suck so much water. You know what they produce it for? What the palm oil plantation? You know it? Yes, and a lot of food and also cosmetics. Yes, cosmetic, and then also like fried oil, yeah. Keine 5 Minuten unterwegs und wir sehen schon den ersten Orang-Utan hier ein bisschen weiter am Baum. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen näher rankommen können. Aber krass, damit hätten wir natürlich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Die Orang-Utans, die hier so nah an der Stadt sind, das sind welche von denen, die damals hier ausgewildert wurden. Deswegen sind die auch noch so hier in der Umgebung. Aber unser Guide hat gemeint, hier ist noch einer und den schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wir haben jetzt gerade zwei Orang-Utans richtig nah gesehen und eines davon war ein ziemlich großes Männchen. Unser Guide meinte, das wiegt so 70 Kilo. Also es war auf jeden Fall sehr aufregend, da so nah dran zu kommen. Und er meinte auch, dass wir richtig viel Glück haben, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ja, das Männchen hat dann auch nochmal gezeigt, wer hier der Boss ist, kam dann vom Baum runtergeklettert und dann sind wir alle ganz schnell zurückgewichen, weil die auch aggressiv werden können. Aber auf jeden Fall richtig, richtig cooles Erlebnis und wir sind gerade mal eine Stunde unterwegs. I'm really scared, I'm really worried today, this morning. Yeah? Oh yeah. Because I will say to you like, distance of the orangutan, 5 meters or 7 meters. But when we coming there, and other tourists just coming for 2 meters of the orangutan, that's not really nice. Because we never know. And also, please don't open your bag in the front of them, because they're gonna thinking like you're gonna keep or you're gonna feed them. So like me, like us, we don't want to. We not feed the orangutan any animal too. Also diese Begegnung mit den Orang-Utans war auf jeden Fall sehr krass gewesen. Aber unser Guide hat uns auch nochmal sehr freundlich, aber auch ziemlich bestimmt darauf hingewiesen, die Sicherheitsabstände einzuhalten, weil da waren Leute teilweise in Armreichweite des Affens. Und das ist halt auch super gefährlich, weil wenn so ein 70 Kilo schwerer Orang-Utan mal aggressiv wird, dann kann es richtig gefährlich werden. Deswegen ja, finden wir gut, dass sie versuchen, diese Regeln halt auch zu respektieren. Und ja, der hat uns auch viel erklärt über die Lebensweise etc. Das wollen wir jetzt gar nicht hier alles erklären, wollen ja nicht alles vorwegnehmen. Aber es ist auf jeden Fall super interessant. Und jetzt sind wir eigentlich erst im Nationalpark hier im Gunung Leuser. Und das Tracking beginnt jetzt. Gute Nasi Goreng. Yes. Nice. Kleine Stärkung zwischendurch. Wir haben jetzt noch eine kurze Mittagspause gemacht. Es gab ein paar leckere Früchte. Und Obst schmeckt hier in solchen Ländern immer besser als zu Hause in Deutschland. So viel sei schon mal gesagt. Und jetzt meinte unser Guide, dass wir uns jetzt doch vielleicht recht zügig Richtung Camp bewegen. Weil es wird wahrscheinlich heute Nachmittag anfangen zu regnen. Hat es gestern und vorgestern auch schon. Deswegen, also wir gehen schon mal davon aus, dass wir auf jeden Fall nass werden.
Wir sind angekommen im Basecamp, vom Regen verschont, aber trotzdem klitschnass, einfach aufgrund des Schweißes, weil die Luftfeuchtigkeit ist natürlich im Dschungel super hoch. Jetzt kommt sogar ein bisschen die Sonne raus und wir kühlen uns gleich mal hier im Fluss ab. Wir haben jetzt 14.30 Uhr, also wir haben gar nicht mal so lange für die ganze Wanderung gebraucht, obwohl wir recht langsam unterwegs waren, immer angehalten haben, wenn wir Tiere gesehen haben, Trinkpausen gemacht, zwischendurch was gegessen. Also die Pace war relativ easy, nur der Weg runter hier zum Basecamp war ziemlich rutschig gewesen, weil es einfach die Tage davor viel geregnet hat. Aber ich glaube, das ist normal, also darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen. Aber ja, war cool. Hier ist jetzt schon die Feuerstellen an. Ich denke mal, gleich gibt es was zu Abendessen, aber vorher gehen wir auf jeden Fall erstmal im Fluss rein. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen, wie man im Hintergrund wahrscheinlich hört. Aber es ist gar nicht schlimm, die Zelte hier sind gut abgedichtet und ja, wir haben einfach ein bisschen Karten gespielt. Unser Guide hat uns ein paar Zaubertricks gezeigt mit den Karten, ziemlich cool. Und dann gab es ziemlich leckeres Abendessen. Also die Köche hier sind wirklich extrem gut, auch vegetarische Optionen mit Tofu, Gemüse und so weiter. Curry ist gar kein Problem, extrem lecker. Und ja, jetzt gehen wir mal so langsam ins Bett. Wir haben hier Decken und Moskitonetz, also ist echt gut ausgestattet. Und morgen früh um 9 Uhr geht es dann weiter. Guten Morgen aus dem Dschungel. Wir haben jetzt 9 Uhr, sind wach und haben auch eine relativ gute Nacht hinter uns. Heute geht's weiter, aber unsere Gruppe splittet sich auf. Zwei Leute haben nämlich einen 3-Tages-Track gebucht. Für die geht's noch tiefer in den Dschungel. Wir machen auch noch eine Wanderung und hoffen, dass wir ein paar Orang-Utans sehen. Aber danach geht's auch schon zurück nach Bukit Lawang. Allerdings nicht zu Fuß, sondern über den Fluss. Wir haben es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen, sind jetzt gar nicht noch mal so einen langen Trail gelaufen, haben aber noch Longtail-Makaken und Thomas-Leaf-Monkeys gesehen, also ein bisschen Wildlife gab es noch, aber da wir gestern schon 6 Orang-Utans gesehen haben, müssten wir jetzt gar nicht mehr so tief in den Dschungel rein. Und eins davon, das riesige Männchen, das mit dem flachen Gesicht, was wir gestern gesehen haben, das war sogar ein komplett wilder Orang-Utan. Also die anderen, gerade die Weibchen, sind oft noch von der ehemaligen Auffangstation hier, beziehungsweise dem Auswilderungszentrum, wovon wir auch eben gerade noch die alte Feeding-Plattform gesehen haben. Das wurde allerdings 2015 geschlossen, sodass quasi heute eigentlich keine Orang-Utans mehr angefüttert werden. Das heißt, sie leben alle semi-wild, zusammen halt mit den komplett wilden, und der Nachwuchs ist sozusagen dann auch mehr oder weniger komplett wild. Also ist schon gute Arbeit unserer Meinung nach, die hier geleistet wurde. Und jetzt geht es mit dem Dschungeltaxi zurück nach Bukit Lawang. Und von da aus melden wir uns dann mit dem Fazit nochmal. Wir sind zurück in Bukit Lawang, auch endlich wieder trocken, nachdem wir gestern auf dem Fluss von unten, aber vor allem von oben, ziemlich nass geworden sind. Aber damit muss man hier auf Sumatra rechnen, auch während der Trockenzeit, die Regenschauer, vor allem gegen Nachmittag und Abend und in der Nacht. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dadurch, dass es so gut kalkulierbar ist, beeinflusst es die Touren gar nicht so stark. Die Tour hat uns auf jeden Fall richtig gut gefallen. Es war insgesamt ein ganz tolles Erlebnis. Das Highlight ist natürlich, die Orang-Utans zu sehen, aber auch darüber hinaus kann man viele andere Tiere sehen. Wir haben vor allem andere Affenarten gesehen, die hier leben. Wir haben ziemlich viel erfahren über den Regenwald hier. Unsere Guides haben da auf jeden Fall einen richtig guten Job gemacht. Und wir würden auch weiterempfehlen, mindestens eine Nacht im Dschungel zu übernachten, weil man einfach nochmal viel mehr mitbekommt und auch ein bisschen tiefer in den Regenwald hineinkommt. Und unseren Anbieter Bukit Lawang Jungle Trekking können wir von ganzem Herzen weiterempfehlen. Wir haben dazu auch nochmal ganz viele Informationen auf unserem Blog aufgeschrieben. Falls ihr da nochmal vorbeischauen wollt, dann guckt mal unter www.wetterbeyond.de vorbei.
Auch wenn die ganze Tour echt gut war, das größte Highlight ist und bleibt natürlich die Begegnung mit den Orang-Utans. Das war schon sehr bewegend gewesen, weil man sieht die Ähnlichkeit mit den Menschen halt so krass, gerade bei den Weibchen in der Gestik und Mimik, wie sie ihre Hände als Werkzeuge benutzen. Also man sieht, dass es durch und durch intelligente Lebewesen sind, deren Lebensraum hier auf Sumatra ziemlich krass zerstört wird. In erster Linie durch die Palmölplantagen, die wir auch auf dem Hinweg gesehen haben. Aber wir haben auch die Perspektive der lokalen Bevölkerung hier kennengelernt, da wir mit ein paar Locals gesprochen haben, die uns halt auch erklärt haben, Palmölplantagen sind eine der ertragreichsten Wirtschaftszweige hier. Man darf das nicht grundsätzlich verurteilen oder vor allem die Menschen hierfür verurteilen, weil sie brauchen das Geld einfach. Natürlich wird der Regenwald zerstört, die Tiere, die dort leben, werden bedroht, aber man muss den Menschen halt auch eine Perspektive geben, um Geld zu verdienen. Und wir wollen jetzt hier keine Grundsatzdiskussion anfangen, aber vielleicht das im Hinterkopf behalten und an den eigenen Konsum vielleicht auch mal denken. Für uns geht es jetzt auf jeden Fall so langsam weiter, aber wir werden das kleine Städtchen hier, Bukit Lawang, schon vermissen. Es hat einen sehr entspannten Charakter und ist an sich eigentlich auch sehr ruhig, außer sonntags. Da kommen hier nämlich alle Einheimischen am Fluss zusammen und es herrscht so ein bisschen Feierlaune. Heute ist Sonntag, vielleicht hat man es in dem Video ein bisschen gehört. Aber auf jeden Fall kann man hier gerne ein paar Tage noch vor oder nach der Tour einplanen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, um einfach ein bisschen zu chillen. Damit verabschieden wir uns, aber das Schlusswort überlassen wir in dem Fall unseren Guides Pandi und Sadi. Hi, my name is Sadi and he's Pandi. So thank you so much for everything. So like as we are coming from Bukit Lawang Jungle Trekking. So thank you so much guys to coming with our company, to booking with our company. It means you are helping us and you save our jungle also. Thank you so much for everything, yeah? Thank you. So thank maybe you Pandi. Yes, thank you. Thank you. Maybe Pandi want to say something also. We hope to you are enjoy our trip. Yeah? Yes. Not the best one, but we try the best. Yes. We try to give you the best thing in our jungle. Yeah? It was amazing. It's the best. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Von der Rehabilitation. Ich bin gerade richtig raus. Natürlich kann man auch Pech haben. Und ja. Mach doch nicht stopp!